Wir werden wissen, dass unser Desinformationsprogramm wirksam ist, wenn alles, was die amerikanische Öffentlichkeit glaubt, falsch ist, sagte CIA-Direktor William Case 1981. In Deutschland ist dieses Ziel jedenfalls überwiegend erreicht. Regierung und Medien verkaufen uns Äpfel für Birnen, Krieg für Frieden, Mann für Frau und die Klo-Loda-Impfung für effektiv und nebenwirkungsfrei. Der Russe ist böse, der Ami gut, die Gefahr kommt von rechts, Windstrom ist alternativlos, Krankheiten behandelt man mit Gift. Der Ex-Spion, KGB-Spion, Juri Besminov berichtete aus Kanada, dass es bei der ideologischen Unterwanderung darauf ankomme, die Realitätswahrnehmung der Menschen zu verändern. Und zwar so weit, dass keiner mehr, trotz einer vermeintlichen Fülle an Informationen, zu einer sinnvollen Schlussfolgerung kommt. Das hat vor 3 Jahren mit den Inzidenzen bei uns und den gefühlt 157 verschiedenen täglich wechselnden Regelungen zu Maskentesten, Besuchen, Uhrzeiten 1G, 2G, 3G ja perfekt geklappt. Verwirrung pur, ganz nach Desinformationsvorlage. Der amerikanische Autor Jay Dyer sagt treffend, das Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts ist der Geist und das Runterbrechen auf nur eine Meinung.